Seid gegrüßt, liebe Freunde, und willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Life in the Woods. Ja, Leute, die letzte Folge ist ja jetzt eine Woche her. Tut mir leid, dass jetzt eine Woche kein Video kam. Das lag daran, ich war krank gewesen. Konnte einfach kein Video machen, also ist es natürlich dann sehr schwer. Also ich habe da wirklich knapp vier Tage, komplett flach gelegen, also komplett mit Hochfieber und so. Und dann hatte ich die ganze Zeit Husten und so gehabt. Und deswegen war es wirklich dann, man kann sagen, nicht möglich oder kaum möglich gewesen, ein Video zu machen. Natürlich, ich hoffe, es ist okay gewesen. Jetzt kommt wieder ein Video. Ich würde sagen, wir machen heute weiter. Wir machen heute einfach weiter mit dem Bauernhäuschen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Treppe weg. So. Genau, dann sieht das auch wieder ein bisschen was aus. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, mit diesem Übergang, das gefällt mir nicht so richtig, aber ich habe bisher noch nichts mir überlegt oder so, wie man es wirklich machen könnte. Wirklich gar nichts. So, Leute, hier hat schon letztens ein kleines Problem. Jetzt ist es wieder da. Ich habe das hier weggemacht, wie ihr sehen könnt. Ich wollte gestern eine Folge machen, aber ich hatte so Hals wie auf einmal wieder bekommen. Da ist es leider nicht gegangen. Wenn ich das hier reinsetze, in der letzten Folge hatte ich das Spiel gestartet und da war einfach so eine Error-Textur von Minecraft. Das ist dieses violett-schwarze Bild von Minecraft, dieses 4x4-Bild mit diesen Texturen. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Da müsste ich wirklich schon tief im Forum irgendwo gucken, was das sein kann. Aber jetzt ist es ja weg, jetzt haben wir es wieder. Ich gehe jetzt extra aus der Welt raus, aber das müsste jetzt eigentlich wieder halten. So, ich wollte heute einfach mal nicht da oben jetzt ein bisschen einrichten. Nee, das können wir auch noch machen, wenn wir da mal fertig sind und was überlegt haben mit der Treppe. Weil da möchte ich auch noch was anderes machen. Ich mache heute einfach mal ein bisschen hier mit dem Feld. Und zwar das Feld. Da muss schon mal hier was wegweichen. Weil wir wollen ja ein bisschen den Ton leiser machen. So. Weil wir wollen ja hier so ein bisschen Feld hinbauen. Wir wollen ja das Feld, wir wollten ja... Es wird Nacht. Oh, scheiße. Immer wenn die Folge beginnt, wird's Nacht. Ja. Das halbe Let's Play bestimmt, vor jeder Folge wurde es Nacht. Leute, wir wollten ja das Feld von da oben, vom Haupthaus, ein bisschen verlagern auf dieses Bauernhäuschen. Und ja, das möchte ich halt eben hier so ein bisschen bauen. Hier, da so ein bisschen Feld hinbauen. Damit wir da oben... Hier unsere mega Abwehrwand aus Bambus. Damit wir da oben auch ein bisschen... Ja, damit wir uns hier ein bisschen aufteilen, sage ich mal. Weil der kleine Garten, der Geheimgarten in der Höhlenvilla, der ist ja auch nix. Da wachsen ein paar Melonen, ein paar Weizen, mehr wächst da nicht. Also hier machen wir wirklich jetzt schon so ein etwas größeres Feld hin. Da müssen wir natürlich auch diese Höhle hier zubauen. Oder mit einem unterirdischen Zugang zum Haus irgendwie verbinden. Hier wird auch noch ein Keller reinkommen, 100%. Den werden wir auch demnächst noch machen. Dann werden wir noch den Weg machen. Und dann werden wir auch mal wieder auf eine kleine Erkundungstour uns begeben. Wie es die Tradition so möchte. Seltsam, ich habe vorhin F7 gedrückt und auf einmal habe ich extrem viel FPS. Eigentlich hatte ich ja immer so 60 und jetzt sind es 105 mit der Aufnahme. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie diesen Beta-FPS-Mod da aktiviert habe. Da ist ja der Beta-FPS-Mod drin. Keine Ahnung. Der Baum muss leider, oder? Den Baum lassen wir stehen. Da kommt Zaun außenrum. Das ist einfach so ein kleiner, so, das wirkt lebendiger. Versteht ihr, wenn wir hier so ein bisschen so einen Baum mitten im Feld stehen lassen, das wirkt einfach ein bisschen natürlicher, lebendiger, ja. Ja, meine Nase ist immer noch ein bisschen zu, es kann sein, dass ich mich irgendwie wie ein Clown anhöre. Ha, so höre ich mich ja auch immer an, ja, der war witzig. So, hab mich hier gerade selbst gedisst, kann man das so sagen, naja, egal. Spaß muss sein. So, und wieder der Sashi, wo nicht bauen kann, ist auch wieder da.
So, dann muss man einfach merken, dass hier irgendwo eine Höhle war. Weil wenn hier mal, ja genau, wenn hier Gras über die Sache wächst, du sagst es, du kleiner Block. Wenn hier Gras über die Sache wächst, dann wissen wir eh nicht mehr, was hier was mal war. Dann ist alles in der Vergangenheit angelehnt. Und alles wird vergessen. Auf Ewigkeit. So, das Stückchen hinten lasse ich offen, weil hier kommt eh ein Zaun hin, dann kann man hier noch... Ach, hier kann man noch die Höhle betreten, oder? Nee, scheiße, es geht auch nicht mehr. Ich mache hier einfach mal so einen kleinen Fußweg runter. So, genau. Ich meine, hier kann ja eh keiner hochkommen, anklopfen, außer ein paar Zombies oder ein paar Creeper. Ja. Hier. Ach, wartet mal. Guckt mal. Hier, UFO-Style, da hinten. Mit diesem seltsamen dreieckigen Ding. Es kann sein, dass wir da irgendwas trockengelegt haben. Das war doch kein UFO. Doch kein UFO. Ja, so, dann baue ich jetzt mir Zäune. Soll ich mir Carbender-Zäune bauen? Wie baut man sich nochmal Carbender-Zäune? Jetzt die Frage. So, ich gebe mal hier den guten alten Zimmermann ein. Zimmermann, 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 Zimmermann-Barriere. Ah, okay, mit dieser sehr seltsamen Form. Die, ja, gut. Stiggies brauchen wir dafür. Ja, da habe ich nur das schöne Holz, das möchte ich nicht verbraten, das schöne, hier, das Mammutbaumholz. Musik passt nicht gerade so, bisschen mysterische Musik. Mystery Music. Da sind noch ein paar Stiggies. Stiggies lang natürlich nicht. 63, jo. Jo, Alter, müsste mal reichen, ne? Ja, das müsste wirklich reichen. Die Carpenter-Barriere, so heißt ja das Ding. Barriere des Zimmermanns, ja gut, Carpenter-Barriere, sage ich einfach. Die ist natürlich sehr kurios. Passt auf, ich setze die einfach hier hin. Das, wo fällt denn das fängt an? Wo fängt denn das Feld an? Ich würde sagen, wir bauen hier ein bisschen runter. So. Und wir können ja hier ein bisschen runterbauen. Seht ihr? Die ist einfach komplett einmal durch. In Ash wird das natürlich einbrechen, aber es ist Minecraft. Sieht von meiner Seite aus ein bisschen seltsam aus, aber es ist halt so. So, bis hier zu dem Baum würde ich sagen. Und dann geht's hier weiter. Dass wir hier sehr schön ein Feld anbauen können. Vielleicht auch noch ein kleines Gewächshaus irgendwo hinbauen. Ich weiß es noch nicht, Leute. Weil ich habe einfach mal vor, hier ein bisschen... Ja, mehr zu bauen. Jetzt... Und hier ein bisschen noch den Berg wegzureißen. Aber mir erstmal eine neue Schaufel machen. Genau. Komme ich da noch dran? Komm, Langarm. Genau, da kommst du noch dran. So, toll. Ich brauche doch neue Stiggies. Mach ich mal hier draus. Dafür kann man es ja verwenden. Nicht für Massenproduktion. So, dann müssen wir uns leider eine kleine... Zwei kleine Steinschaufeln machen. So. So, übrigens, heute ist auch mal hier, ich hatte mal vor, so ein bisschen den Google-Assistenten mal so ein bisschen ins Video mit reinzunehmen. Also, ja, es hört sich an wie eine sehr seltsame Schnapsidee, aber ist bestimmt ganz lustig. Ich würde sagen, wenn das Lied vorbei ist, lassen wir uns einfach mal gegen die leichte Langeweile, die ja hier entstehen kann, wenn man hier nur rumbaut, wenn man hier nur das Gleiche macht, wie ich jetzt hier mit Zäune bauen und so, kann man sich ja mal einen Witz erzählen lassen. So, und ich würde sagen, hier so machen wir dann den Zaun. Hier wird jetzt nichts drüber springen. Außer es gibt wirklich so ein Schaf, das jetzt direkt hier drüber springt und alles kaputt trammelt, weil Schafe und so trammeln ja alles kaputt. Wie da oben dieses Baumschaf, das seit Folgen, ich glaube seit 5 Folgen da oben sitzt. Und einfach, ja, und einfach nichts tut. Das ist mir ein Schaf da oben, das ist mir wirklich ein Schaf. So, jetzt muss ich hier gucken. Ja, das kann man so lassen. Hinten kann man ja ein Gewächshaus oder so noch hinbauen irgendwann. Also, ich betone auf irgendwann. Ja, ich betone auf irgendwann. Jetzt nicht direkt, irgendwann. Wir haben ja Zeit. Da. Der Bruder. Gucken, was es macht. Ne, es kommt nicht rüber.
Du kommst da rein. Du kommst hier nicht rein. Schön ist jetzt nicht. Aber es kommt hier nicht rein. So, hier ist der schöne Baum. Der, naja, ein bisschen, ja, auf so einem Erdblock halt sitzt. Ich muss mir da wirklich was einfallen lassen. Lassen. Der hier steht genau richtig. Ich würde sagen, da hole ich mir einfach hier. Das fällt doch gar nicht auf, wenn ich mir jetzt hier so einen Holzblock weghole. Ach, der Timbermod, scheiße. Wie mache ich das jetzt? Wie macht das der Sashi jetzt? Der gute alte Gärtner. So, die Musik ist vorbei. Ich würde sagen, in der Zeit, wo wir jetzt hier so ein Bäumchen suchen, das jetzt nicht so verschwenderig aussieht. Also wenn wir es abbauen, dass es nicht so scheiße aussieht. Ich würde sagen, mal einen kleinen Witz. Da fange ich jetzt einfach an mit, okay Google, erzähle mir einen Witz. Welche Schrift muss jeder Postbote lesen können? Die Anschrift. Boah. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Also ich fand den, etwas trocken. Naja, kommt. Es ist ein lustiges Feature, so ein Google Home zu haben. Übrigens der Kleine, der Mini, der hat's bei Mediamarkt damals vor Weihnachten für 30 Euro, glaub, gegeben. Eigentlich kostet das Ding, glaub, 70 Euro, das kleine Mini-Ding. Oder 60. Wer auch so ein Google Home hat, kann's ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder eine Alexa. Ich wollte mir zuerst eine Alexa holen, aber da wusste ich nicht wegen Amazon-Account. Ich hab noch keinen Amazon-Account. Deswegen wusste ich damit noch nicht so genau. Aber ich würde sagen, wir hören mal noch einen Witz. Okay, Google? Erzähl mir bitte noch einen Witz. Ein Witz kommt sofort. Mhm. Warum ging der Bauer immer mit zwei Körben zu den Hühnern? Er wollte einfach nicht alle Eier in einen Korb legen. Okay. Alles klar. Die Witze, ja, sind irgendwie dumm und witzig. Keine Ahnung, sind irgendwie so Flachwitze. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen witzig, auch so in die Folge das mit reinzubringen. Oder man kann auch jetzt zum Beispiel hier fragen, okay Google, erzähl mir einen unnützen Fakt. Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann. Ja, da müsst ihr eigentlich jetzt wissen, unnützes Wissen, hieß es unnützes Wissen? Okay Google, unnützes Wissen. Beim Menschen ist der linke Lungenflügel etwas kleiner als der rechte. Okay. Das war interessant. Leute, da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Wartet mal. Okay, Google? Unnützes Wissen, bitte. Gern. Das längste Lied, das jemals in den Billboard Top 10 landete, ist November Rhein von den Guns N' Roses. Es ist fast 9 Minuten lang. Okay. Ich hoffe, ihr versteht die liebe Google Home hier. Das mit den unnützen Fakten ist interessant. Das hatte ich bisher nur einmal ausprobiert, kurz. Da war aber irgendwas, wirklich was Unnötiges, was richtig Unnötiges. Ich glaube, da war irgendwas mit Hasen. Keine Ahnung. Aber das war gerade wirklich interessant, was die hier erzählt hat. Da müssen wir mal. Gib doch einfach mal ein Like oder, mit Likes kann ich es nicht so sehen. Es kann auch sein, dass ihr einfach nur das Video liked wegen dem Inhalt. Schreibt einfach mal einen Kommentar, ob ihr mal so eine ganze Folge mit dem Google Home Mini haben wollt, wie ich dem einfach so Fragen stelle oder so. Ihr könnt gerne Fragen in die Kommentare schreiben, wo wir dann in der nächsten Folge, der steht ab jetzt immer auf meinem Tisch hier, neben meiner Tastatur, wo wir dann ihm immer schön, befragen können, ne? Ja, gut, die heutige Folge geht auch nicht so extrem lange, sind jetzt, 8 Uhr ist es gleich, weil ich habe morgen wieder sehr früh, ich muss sehr früh aufstehen, ich muss morgen 4:45 aufstehen, ich muss in die Schule, das heißt, ich gehe meistens um 8:30, 9 schlafen, ich muss ja noch eine Stunde bald hier bearbeiten und rendern und so, ja, das dauert immer ein bisschen, und jetzt wird es gerade Nacht, das ist ja schön, aber Leute, der Grundsatz vom Feld, der ist schon mal da, der Baum, den haben wir jetzt auch repariert, der steht jetzt auch wieder extrem gut. Und ich würde einfach sagen, mit diesem kleinen Anblick beende ich einfach diese etwas kürzere Folge Live in the Woods. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt doch wie immer ein Like. Ich hoffe, euch hat auch die kleine Aktion mit Google Home hier gefallen. Ist natürlich keine Produktplatzierung oder so, ich kriege kein Geld oder so dafür.
dann, wenn ihr eine Folge damit haben wollt, wo ich dem nur Fragen stellen oder einfach mal so, wollt ihr, dass es öfters mal so in der Folge ist, dass ich dir einfach nur so einen unnützen Fakt oder so fragen möchte, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer Haut. Haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen und okay Google, hast du noch etwas zum Abschluss zu sagen? IEK. IEK, okay. Gut, alles klar. Ciao, Leute.